Willkommen zu dem Video und heute geht es mal darum, wie du Körperkontakt mit einer Frau auf dem Date aufbauen kannst, ohne creepy zu wirken oder ohne sie irgendwie unter Druck zu setzen und ohne, dass es für sie unangenehm ist. Lass uns direkt reinstarten. Das Problem ist, dass die meisten Männer davor Angst haben und es gar nicht tun oder viel zu lange warten und die Frau sich dann eher denkt, okay, was für ein Schisser und das Interesse an dem Mann verliert. Also was ihr euch bewusst machen müsst, besser es versuchen und besser es nicht perfekt hinzubekommen, als es überhaupt nicht zu tun. Also mach dir bewusst, sie ist extra wegen dir gekommen, sie hat sich wegen dir schick gemacht, sie will eine schöne Zeit mit dir haben und sie will auch mit dir Körperkontakt haben, aber sie wird es von sich aus halt nicht tun, weil viele Frauen eher passiv dabei sind oder halt der Meinung sind, dass es die Rolle des Manns ist. Und so war es ja auch schon immer. Deswegen übernimm du die Verantwortung, bau Körperkontakt mit dir auf und dann wirst du auch sehr tolle Dates haben können. Wichtig ist, dass du direkt am Anfang richtig reinstartest. Also wenn du sie siehst das erste Mal, dass du sie unbedingt direkt umarmst. Einige Männer kommen auf die Idee, ihr dann die Hand zu schütteln. Das auf gar keinen Fall machen, sondern am Anfang immer unbedingt umarmen, damit schon mal so ein gewisser Körperkontakt da ist. Wird auch von den meisten Frauen sowieso in Deutschland vor allem auf ein Date erwartet. Also wenn du sie ansprichst oder so, dann würde ich es nicht machen. Auch am Ende, nachdem du sie angesprochen hast, würde ich sie nicht umarmen. Ist eher unangenehm für die meisten Frauen. Aber auf ein Date erwartet es in der Regel eigentlich jede Frau in Deutschland. Und wenn, dann ist es eher was Außergewöhnliches oder was Komisches als andersrum. Bevor du Körperkontakt aufbaust, ist es auch immer wichtig, dass so ein gewisses Vertrauen entsteht. Also dass du das Gespräch führst, dass die Stimmung entspannt ist, dass du auch mal etwas flirtest, etwas neckst, dass es auch verbal Spaß macht bei euch im Gespräch, dass es nicht so komplett langweilig und eintönig ist, sondern dass du da so gewisse emotionale Spikes drin hast und dass ihr euch auch über interessante Themen austauscht, dass einfach eine gewisse Mann-Frau-Dynamik auch zustande kommt. Und wenn es der Fall ist, dann ist es viel leichter, auch Körperkontakt aufzubauen. Zum Beispiel eine sehr gute Gelegenheit, um Körperkontakt aufzubauen, ist, wenn das Gespräch gerade an Höhepunkten ist. Also zum Beispiel, wenn du gerade einen Scherz gemacht hast und sie lacht zum Beispiel. Oder wenn du merkst, dass sie gerade sehr emotional investiert ist in dich, dass sie sehr gespannt zuhört. Das sind gute Möglichkeiten, um eben auch Körperkontakt aufzubauen. Und dann kannst du sie zum Beispiel mal an der Hand nehmen, du kannst sie mal an der Schulter kurz berühren oder solche Dinge. Und das führt eben dazu, dass du quasi diesen Körperkontakt immer mehr normaler machst zwischen euch. Und das ist das, was du halt auf dem Date erreichen willst, dass Körperkontakt irgendwann völlig normal ist und dass es sich sehr vertraut anfühlt zwischen euch. Was du dann machen kannst, nachdem es schon besser bei euch läuft, ist, dass du einfach mal ihre Hand nimmst und zum Beispiel mal ihre Fingernägel auscheckst, irgendeinen Kommentar machst, schaust, ob sie vielleicht trainiert oder so, kann man ja an den Händen auch manchmal merken, ob sie raue Hände hat, kannst du auch mal fragen, ob sie warme oder kalte Hände hat. Such dir irgendeinen Vorwand aus, ist völlig egal und berühre auch mal ihre Hände. Das ist schon ein bisschen intimer, als sie zum Beispiel nur an der Schulter zu berühren und einfach nur am Anfang zu umarmen. Wenn du das machst, dann bist du schon auf einem relativ guten Level und vor allem, wenn sie sich auch wohl dabei fühlt, dazu gleich noch was. Und dann kannst du sie auch schon mal küssen, kannst sie entweder auf den Nacken küssen oder eventuell auch direkt mal einen Kuss versuchen und schauen, ob sie Lust darauf hat. Und nochmal als Hinweis allgemein für euch Männer, wenn ihr öfter das Problem habt, dass ihr immer wieder in der Friendzone landet oder dass die Dates richtig langweilig werden oder dass die Frau sich danach nicht mehr meldet, dann ist ein häufiger Problem auch eben, dass ihr keinen Körperkontakt aufgebaut habt. Also, dass ihr sie nicht berührt habt, dass ihr sie nicht geküsst habt und dass sie sich dachte, okay, das ist ja total langweilig mit diesem Typen. Der traut sich irgendwie nicht und es entsteht keine Spannung. Und es ist auch ein Investment ja von der Frau. Also, wenn sie Körperkontakt von dir zulässt, dann sagt sie sich ja unterbewusst damit, hey, das ist ein Typ, dem kann ich vertrauen. Der ist irgendwie interessant für mich. Und wenn sie es nicht tut, dann wird sie sich andersrum auch im Nachhinein rechtfertigen und sich denken, okay, auf dem Date ist irgendwie nichts gelaufen. Wir haben uns nicht geküsst, wir haben uns nicht mal berührt. Es muss ein ziemlich langweiliges Date gewesen sein, weil sonst wäre ja mehr passiert. Wie mit den anderen Männern vielleicht, wo dann es zum Kuss kam oder sowas. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ihr das macht, um die Spannung im Date dann auch zu garantieren. Wie baust du jetzt Körperkontakt auf, ohne creepy zu wirken? Und da gibt es eine sehr effektive, auch schon sehr alte Methode, um das abzuchecken. Die funktioniert aber bis heute super, deswegen zeige ich sie dir einfach kurz. Und zwar die Theorie der drei Reaktionen auf Körperkontakt. Die erste Möglichkeit ist zum Beispiel, du nimmst ihre Hand und sie zieht sie weg. Das wäre eine negative Reaktion. Also sie zeigt klar, dass sie das nicht gut findet, was du gerade mit ihr machst. Und das bedeutet, dass du erstmal einen Schritt zurückschalten solltest, im schlimmsten Fall dich vielleicht sogar entschuldigen solltest, wenn es völlig unangebracht war und nochmal versuchen solltest, ja, nach so 5 bis 10 Minuten. Wenn sie neutral darauf reagiert, dann halt die Hand zum Beispiel kurz und tu sie aber auch wieder weg. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass du vielleicht etwas mehr noch Vertrauen aufbauen musst. Oder, das ist eine sehr passive, schüchterne Frau, das gibt es auch manchmal, da muss man ein gewisses Gefühl für entwickeln. Das ist nicht so leicht, das kann man auch nicht komplett hundertprozentig erklären in der Theorie, sondern das musst du mal gesehen haben, wie das ist halt. Eine schüchterne Frau, die dann möchte, dass du vielleicht doch den nächsten Schritt machst, aber in der Regel, wenn sie neutral reagiert, Schritt zurück und dann halt nochmal probieren. Oder vielleicht mal einen Arm um sie legen und den nächsten Schritt mal testen, wie sie darauf reagiert. Dritte Möglichkeit ist die perfekte, das ist die man haben will, und zwar sie reagiert positiv. Zum Beispiel, du nimmst ihre Hand und sie greift sogar zu. Oder du berührst sie und sie kuschelt sich ein bisschen zu dir her. Das sind sehr positive Zeichen, das heißt, dass sie Bock hat, dass du mehr machst. Ja, und dann kannst du auch schon mal auf den Kuss gehen zum Beispiel. Das ist ein sehr sicheres Zeichen, dass du den nächsten Körperkontakt Schritt machen kannst in Kontext Körperkontakt. Also sie, wie gesagt, dann vielleicht
nochmal umarmen, Herz zu dir herziehen, sie küssen, sie am Nacken küssen und so weiter und so. Und wenn du diesen Plan beachtest, bist du immer auf der sicheren Seite, wenn du eben langsam anfängst, also am Anfang einfach nur umarmst und dann Stück für Stück dich vortastest bis zum Kuss. Wenn du sie erfolgreich geküsst hast, dann schau, dass du es auch nicht übertreibst, dass du sie nicht eine halbe Stunde küsst oder zu gierig wirst oder so. Bleib einfach trotzdem entspannt und cool und zieh vielleicht sogar mal eher weg, dass sie dir mal ein bisschen entgegenkommen kann. Das erzeugt mehr Spannung und wirkt halt auch lockerer. Und viele Männer sind halt so sexuell bedürftig und das schreckt auch Frauen ab und so weiß sie, hey, der Typ ist auf jeden Fall entspannt, der hat es nicht nötig und so erzeugst du auch eine gute Stimmung zwischen euch. Das sind so die Basics, wie du Körperkontakt aufbauen kannst. Funktioniert wunderbar. Wenn du konkretere Tipps willst, wenn du wissen willst, wie du zum Beispiel in speziellen Situationen machen kannst, wann du sie am besten küssen kannst und diese ganzen Dinge, dann bewirb dich mal in Folge ein kostenloses Beratungsgespräch. Link ist unten in der Beschreibung. Wie immer, klick drauf, sag, dass du von diesem Video kommst und dass du konkret diese Tipps haben willst und dann werden wir das mit dir im Call besprechen und du wirst wirklich alles lernen, was nötig ist, um sehr guten Frauen auch sehr schnell Körperkontakt mit Frauen aufzubauen. Zum Beispiel im Club geht es teilweise sehr, sehr schnell, wenn du weißt, wie es geht, teilweise auch tagsüber. Das können wir dir alles beibringen. Und ansonsten natürlich wie immer gerne liken, kommentieren, folgen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao.